die Helligkeit eines Projektors, die ist ganz wichtig, denn ein heller Projektor sieht einfach brillanter, leuchtender aus als ein dunkles Modell. Er wirkt schärfer und man ist natürlich viel freier beim Schauen. Ich kann also durchaus tagsüber auch was sehen und muss nicht im abgedunkelten Raum sein. Aber kann ich so einen Projektor nicht auch zu hell auswählen? Was kaufe ich mir da vielleicht für Nachteile ein? Es kommt auf die richtige Helligkeit an. Und was die richtige Helligkeit ist, vielleicht für euren nächsten Projektor in eurem Wohnraum, das möchte ich gerne heute hier im Video mit euch besprechen. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Tja, ein heller Projektor, der macht also in der Regel wesentlich mehr Spaß als ein dunkleres Modell. Ja, an der Stelle als allererstes mal muss man sich im Klaren sein, dass wir zwei verschiedene Klassen haben. Es gibt also Business-Geräte und es gibt Heimkinogeräte. Und wir sprechen hier wirklich nur über die Heimkinogeräte. Ein reiner Business-Beamer, der macht in der Regel im Heimkino keinen Spaß, weil so ein Business-Projektor, der ist ausgelegt dafür, dass man den halt schnell mitnehmen kann und ein möglichst helles Bild hat. Ihr kennt das aus dem Büro, so ein Business-Beamer, der macht einfach einen Höllenlärm, weil es keine Rolle spielt, wie laut oder leise der ist. Und es spielt auch keine Rolle, wie gut die Farbdarstellung ist, wie toll der Kontrast ist, wie plastisch das Bild wird, ist völlig unwichtig. Hauptsache, das Ding ist portabel, hell und man kann die Schrift vom Excel-Spread entsprechend noch an der weißen Wand zum Beispiel lesen. Im Heimkino haben wir den Anspruch, wir wollen ein möglichst brillantes, realistisches Bild haben mit einer tollen Bildtiefe, mit viel Kontrast und das natürlich am liebsten zu jeder Tageszeit. Also ein ganz anderer Anspruch. Die Bildqualität wird natürlich nicht nur über die Helligkeit per se definiert, sondern auch maßgeblich über den Kontrast und die Farben. Helligkeit und Kontrast, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Wenn wir einen dunkleren Projektor jetzt zum Beispiel mal nehmen, dann kann der in einem sehr dunklen Raum auch fantastisch funktionieren und macht einen tollen Kontrast. Insofern, er hat eine gute Schwarzdarstellung. Also dunkle Bildinhalte, schwarze Bildbereiche, die sollen ja auch möglichst schwarz abgebildet werden und helle Bildbereiche möglichst hell. Und je besser das gelingt, desto größer ist der Kontrast und desto tiefer und plastischer wird dann auch unser Bild auf der Leinwand zu Hause. Wenn ein Projektor zu hell ist, dann kann man sich hier einige Probleme mit ins Wohnzimmer holen, denn ein zu heller Projektor ist oft laut, weil das sehr helle Leuchtmedium gekühlt werden muss. Das geht dann über noch einen stärkeren, lauteren Lüfter zum Beispiel. Also werde ich den unter Umständen an der Decke über mir, wenn er da hängt, im Wohnzimmer deutlich wahrnehmen. Und dieser Schwarzwert, der ja so wichtig ist für meinen Kontrast, für meine Bildtiefe, der leidet oft bei einem sehr hellen Projektor, denn schwarz wird dann nicht mehr schwarz dargestellt, sondern es wird dann einfach grau und das Bild wird milchig. Ist vielleicht sehr hell, aber eben am Abend, wenn es dann dunkel ist und ich schaue meinen Film an, wird es milchig. Und jetzt muss man also die richtige Helligkeit für seinen Projektor ausfinden. Und die Helligkeit, die wird ja in Lumen dargestellt, in ANSI-Lumen idealerweise. ANSI-Lumen ist ein standardisierter Messprozess, der ist aussagekräftig und der ist auch nachvollziehbar. Da achtet also bitte drauf, wenn ihr dann einen Projektor aussucht, dass da die ANSI-Lumen stehen. Manchmal stehen auch nur Lumen da, dann kann man vielleicht erahnen, dass da ein bisschen schon getrickst wird am Datenblatt. Manchmal steht Laserlumen da, da wird also nach einem ganz anderen Verfahren gemessen, also stehen dann inflationäre Werte da, die sind also auch nicht wirklich nachvollziehbar und echt. Und noch schlimmer habe ich auch schon gelesen bei großen Online-Anbietern, da steht dann zum Beispiel drauf Helligkeit 7000. Ohne eine Maßangabe. Das heißt, da steht dann Helligkeit 7000,
dreimal so hell wie andere. Was auch immer das heißen mag, wir haben so ein Gerät mal ausprobiert, der Ecki hat dazu ein Video gemacht. Rauskamen, glaube ich, 300 Lumen. Also achtet bitte drauf. Am besten die ANSI-Lumen, die sind wirklich greifbar und ein realistischer Wert, um so einen Projektor auszuwählen. Die wichtigste Sache jetzt bei der Wahl ist zunächst mal euer eigener Anspruch. Seid ihr der Typ, der eigentlich nur am Abend fernschaut, in einem abgedunkelten Raum, vielleicht nochmal Leselicht anmacht und es soll gut aussehen? Oder wollt ihr schon auch mal tagsüber, am Nachmittag vielleicht mal ein bisschen Fußball schauen, Sport sehen, eine Dokumentation ansehen etc.? Das ist ganz wichtig, denn wenn ihr sowieso nur am Abend schaut, dann könnt ihr auch ein dunkleres Modell nehmen und habt dafür unter Umständen einfach auch ein sehr leises Gerät. 1500 Lumen, würde ich sagen, da geht der Spaß los. So viel sollte euer Gerät schon haben, denn 1500 Lumen reicht, um auch eine 100 oder 120 Zoll diagonale große Leinwand zu befeuern. 120 Zoll bedeutet 2,66 Meter etwa in der Bildbreite. Also das ist richtig ordentlich und sorgt für jede Menge Spaß in den eigenen vier Wänden. Und es funktioniert dann auch so gut, dass ihr durchaus am Abend noch ein Leselicht anmachen könnt. Ihr müsst also nicht komplett im Dunkeln sitzen, aber tagsüber mit Sonnenlicht oder sehr viel Kunstlicht wird es dann schon schwierig. Ihr könnt immer noch etwas oder sogar deutlich entgegenwirken mit einer guten Leinwand. Es gibt Hochkontrastleinwände, die verstärken das Licht und die reduzieren vor allen Dingen die äußerlichen Einflüsse, die das Licht hat. Das heißt, mit einer guten Hochkontrastleinwand wie eine VNX Black Horizon zum Beispiel, die verlinke ich euch unten noch in der Videobeschreibung, könnt ihr durchaus das Umgebungslicht eliminieren. Ihr könnt euren Schwarzwert verbessern, also den Kontrast deutlich aufwerten und auch mit mehr Umgebungslicht in einer tollen Qualität zu Hause einen Film ansehen oder eine Doku ansehen. So, die nächste Stufe sind eigentlich so Geräte zwischen 1500 und 2500 Lumen. Da hat man dann Geräte wie zum Beispiel einen Epson TV 9400. Verlinke ich euch auch unten. Die eignen sich dann durchaus, um am Nachmittag was zu sehen. Ja, also da kann man dann schon wirklich auch richtig Leuchtkraft auf diese Leinwände zaubern. Und da könnt ihr euch auch mit mehr Licht im Raum ganz bequem einen Film anschauen. Tja, und Geräte, die jetzt über dieser 3000 ANSI-Lumen-Marke sind, da wird es dann schon richtig hell. Und hier ist Vorsicht geboten, welchen man sich dieser Projektoren aussucht. Denn es gibt durchaus ganz hervorragende Geräte, wie zum Beispiel von Optoma den UHZ 2000 oder UHZ 4000. Die verlinke ich euch auch mal unten. Und hier der UHZ 4000 zum Beispiel, das ist das große Modell, der hat sogar 5500 Lumen. Aber ist eben in der Lage, also wenn ihr den wirklich so hell einstellt, ja, der ist schon voreingestellt, da drückt man also aufs Knöpfchen, dann wird er sehr hell, dann wird er natürlich auch lauter, so wie ich das vorher beschrieben habe. Den könnt ihr dann schon hören und der Schwarzwert wird natürlich auch schlechter. Das seht ihr in dem hellen Raum aber nicht. Diesen Schwarzwert, den sieht man dann wirklich den Unterschied nur, wenn es richtig schön dunkel ist. Das heißt, auf Knopfdruck kann der sehr hell und ihr könnt mit eurer Familie, euren Freunden schön am Tag euch euer Fußballspiel anschauen, euer Sportevent anschauen, vielleicht mit den Kids auf der Konsole tagsüber was zusammen zocken. Aber ihr könnt auch dann auf Knopfdruck so einen Projektor, wenn das ein guter ist, dunkler stellen und dann für euren Abendbetrieb eben mit einem tollen Schwarzwert und einer tollen Bildqualität und einem leisen Gerät schön am Abend euren Film in Kinogröße in den eigenen vier Wänden erleben. Das geht also schon, aber achtet bitte drauf, dass das auch wirklich ein Gerät ist, das sowas auch unterstützt. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen bei der Auswahl eures Projektors. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Wir haben Fachgeschäfte in ganz Deutschland und in Luxemburg. Da können wir solche Geräte euch live zeigen, und zwar mit Sonnenlicht, mit Kunstlicht in komplett abgedunkelter Umgebung. Und da kriegt ihr wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, wie sowas bei euch zu Hause dann aussehen wird. Da könnt ihr das natürlich auch kaufen und euch auch installieren lassen auf Wunsch. Das bieten wir natürlich auch an. Tja, und dann
steht dem Heimkino-Spaß in den eigenen vier Wänden nichts mehr im Wege. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und wenn ihr euch interessiert für richtig gute, hochklassige 4K-Bilder, dann seid gespannt, nämlich am kommenden Dienstag, den 26. April 2022 um 16 Uhr, gibt es auf unserem YouTube-Kanal eine große Premiere. Da wird also ein ganz besonderes Produkt vorgestellt, was das Bilderlebnis nochmal aufs nächste Level bringt. Da könnt ihr also schon gespannt drauf sein. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.